Damn. Nachdem Zilla seine anstehende Tour kurzerhand absagte, da er sich aktuell in der Produktion seines Albums Blockchef befinde, verkündet der Berliner Rapper jetzt nach und nach, was die Fans wohl auf seinem neuen Werk, das am 2. Juni 2017 erscheinen wird, erwartet. Zilla, der zuletzt in New York war, berichtet via Twitter, dass er scheinbar im Rahmen seines Aufenthalts namhafte US-Features organisieren konnte. Außerdem scheint Bushidos Hausproduzent Jorkai von den Beats vom Blockchef mitzuwirken. Final zeigt sich Zilla angriffslustig und erklärte einem imaginären Gegner, dass er sich schon mal auf Krieg vorbereiten solle. Außerdem präsentiert er erneut seine Frau, die laut dem Infotext zu seiner letzten Single Grill Royal Zahnärztin ist. In einem aktuellen Interview mit TV Straßensound sprach Flair erneut über seinen ehemaligen Maskulin-Künstler und erklärt, dass er diesmal nicht den Titel Südberlin Maskulin 3 gewählt habe, da der Titel vorbelastet sei mit Wackness. Flair erklärt zudem, dass er aktuelle Stories rund um Zilla gehört habe und schon wieder ganz, ganz schlimme Sachen passiert seien. Er rät seinem ehemaligen Südberlin Maskulin-Kollegen, dass er das Rappen bleiben lassen solle, da ihn das zu stark belasten würde. Auf Twitter wurde Flair auf seinen ehemaligen Künstler angesprochen und gefragt, ob er Zilla auf dem Album Epic angreifen werde. Flair verneint und erklärt, dass das null Sinn ergeben würde, da der Beef over sei. Ob Zilla Flair auf seinem Album Blockchef erwähnen wird oder er die Thematik zwischen den beiden auch ruhen lassen wird, bleibt abzuwarten. Wie siehst du die Aussagen von Flair über Zilla? Ist Zilla für dich wirklich der wackste Typ im Deutschrap? Oder freust du dich eher auf das Album Blockchef? Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Für regelmäßige Hip-Hop-News abonniere den Kanal.